Na gut, wir wollen die Aufgabe abgeben. Also hier raus. Und wo war der Jäger? Ich glaube, da oben irgendwo. Flieg. Bogengroßmeister, Meisterschütze. Ihr habt den Bogen. Lasst mich einige Messungen durchführen und ihn auf eure eigene Art zu schießen einstellen. Oh, wir kriegen den Bogen doch. Ihr solltet ihn behalten, wenn ich fertig bin, und ihn einsetzen, um das Land und seine Leute zu beschützen. Achso, ihr sollt ihn behalten, wenn ich fertig bin, und ihn einsetzen, um das Land von seiner Leute zu beschützen. Ich bin froh, euch Kampfmagier zu Meisterschützen und die Kampfmagier ehrenhalber unter euch zu meisterlichen Schützen zu ernennen. Sehr gut. Wirklich motiviert sehen die Jungs und Mädels aber nicht aus. Das lässt sich ändern. Der Bogen ist nämlich sehr, sehr schick. Und der kann weg. So. Nächster Schritt. Schlaf. Wir können nicht ruhen, wenn wir fliegen. Wir werden überfallen. Von Goblins. Tot. Tot. Und nicht besonders viel Gold bekommen. Jetzt schlafen. Obwohl, komm, wo wir schon mal hier sind, können wir auch gleich zum Gasthaus laufen. Und unterwegs nach NPCs suchen. Ich glaube, darauf werde ich in Münze. Gibt 10%. Darauf werde ich den Hauptfokus in dieser Folge legen. Ist nicht besonders spannend, aber es ist wichtig, dass wir jetzt die Leute wieder finden, die mehr Schaden verursachen bei uns in der Gruppe. Also der eine, der +4 auf alle Geistersachen bringt, also Geist, Körper, Seele. Ich weiß nicht, ob ich den noch haben will, weil momentan sind ja alle Buffs durch die Lichtmagie. Und für Licht gibt es sowas Ähnliches, glaube ich, gar nicht. Erkenne alle Gegenstände. Nein. Alchemist. Keine neuen Hufeisen. Nein. Fechtmeister brauchen wir auch nicht. Das war schon fast mit NPCs, so. Einbrecher. Nee, danke. Zimmer für ein Gold. War das früher auch schon so billig? Oder ist das jetzt ein Bonus, weil wir ansehnliche Lords von Harmdale geworden sind? Na gut, NPC suchen. Ein Narr. Ein Einbrecher. Gelehrten hatten wir gerade schon, ne? Ja, erkennen alle Gegenstände und 5% Erfahrungsbonus. Das ist mir viel zu wenig. Da fliege ich nochmal kurz zu dem anderen Dorf südlich von Harmdale. Und wenn es da nichts gibt, teleportieren wir uns einfach nach Irassia. Da läuft eigentlich immer genug rum. So, was haben wir denn da? Wir haben einen Bürger, einen Gelehrten, Bürger, einen Kaplan. Seid gegrüßt. Zaubert Segen, ja nee. Betrüger. Okay, hier ist nichts. Wir würden gerne dahin. So. Alchemist, Nah, Gepäckträger. Initiierter. Oh, ich glaube, der könnte solche Boni geben auf alle Magie-Skills. Genau. Erhöht alle Zauber der Schule des Selbst. Körper, Seele und Geist. Aller Charaktere um 3 Punkte. So, was genau bedeutet das für uns? Schutz von Magie hält länger. Ist nicht so wichtig. Bewahrung hält länger. Auch nur bedingt wichtig. Die Heilzauber bringen mehr. Das wäre praktisch. Aber es sind halt nur 3 Punkte. Ist aber besser als nichts. Und Geldprobleme haben wir momentan nicht, also können wir uns die 10% auch leisten. Das heißt, du kommst erstmal mit. Damit wir überhaupt jemanden haben. So, flieg. Quartiermeister und Chefkoch. Was macht ein Quartiermeister? Fenigration. Und wo wir gerade mal hier sind. Das war Geist. Geist waren die Menschen nicht so gut. Da hatten wir vor kurzem was festgestellt. Auferstehung. Den Spruch hätten wir ganz gerne. Tote wecken geteiltes Leben. Seelengeißel. Haben wir Seelengeißel schon? Du
Seele. Tote erwecken haben wir, Seelengeißel haben wir nicht. Wir sind allerdings noch kein Großmeister in Seele. Das müssen wir noch nachholen. Willkommen in der Gilde. Also kaufen wir uns die Auferstehung und die Seelengeißel. Sonst noch was? Nö. Seelengroßmeister, wo haben wir den? Notizen, da. Großmeister Plattenrüstung, nein. Wassermagie, Luftmagie, Erdmagie, Körpermagie, Geistmagie. Moment, was muss davor gewesen sein? Großmeister der Seelenmagie lebt in Pierpont. In Elfenlanden des Tolerianischen Forstes. Okay. Du, Zaubern, Pierpont. So, wie hieß der gute Kerl? Benjamin der Ausgeglichene. Ich denke nicht, dass sein Haus heißen wird der Ausgeglichene. Also heißt es einmal einfach zu den richtigen Treffen. Geheimgang? Nee, wollen wir nichts wissen. So, du kannst jetzt den erlernen und den erlernen. Und dann gucken wir mal. Also Seelengeißel macht. Der Zauber verursacht 10 Punkte Schaden plus 2 bis 8 Punkte pro Fähigkeitswert in Seelenmagie. Der Gegner muss sehr nah am Zaubern sein. Okay. Oh, ist das Ziel zu weit entfernt, wird der Zauber nicht funktionieren, aber auch keine Zauberpunkte kosten. Und er kostet nur 15 Punkte. Im Gegensatz zu dem, der 25 kostet. Allerdings auch mehr Schaden macht. Ich glaube, ich schalte trotzdem erstmal auf den hier um. Gut. Denn sie wird hier nicht ganz so häufig zaubern, weil die Gegner ja meistens recht weit weg sind. Es wird also nur gezaubert, wenn es wirklich notwendig ist, also die Gegner nah dran sind. Weil ihre Zauberpunkte sind sehr wichtig wegen dem ganzen anderen Zeug. Das sah irgendwie aus wie ein Djinn, aber ich glaube, das soll die Asche sein da unten. Er weckt einen Charakter zum Leben, selbst wenn er völlig vernichtet wurde. Okay. So, das hätten wir also auch. Was haben wir jetzt noch so Schönes? Wir wollten weiter nach NPCs gucken. Koch. Händler, nö. Zigeuner, nö. Seid gegrüßt. Ein NPC, der nur redet. Aber nichts, was wir nicht schon kennen. Was haben wir da hinten? Bürger, Jäger. Windmeister. Achso, mit dir kann man fliegen. Das ist recht praktisch, wenn man keine Zauberer in der Gruppe hat. Oder wenn man gerade erst angefangen hat zu spielen. So ein Windmeister sich ausleihen, um bestimmte Stellen zu erreichen, wo zum Beispiel Hufeisen liegen oder dergleichen. Einbrecher. Expertenheiler. Lehrlingwappner. Erhöht die Elementarmagie aller Charaktere um 2 Punkte. Ist nicht viel, aber nehmen wir erstmal mit. Die können wir später noch ersetzen, wenn wir die bessere Version von dem NPC finden. Das müssten dann 4 Punkte sein, glaube ich. Aber selbst so bringt es schon mal was. Allein schon bei den Kampfzaubern, ne? So, und ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Windmeister, Münzer, Händler, Koch. Ja, ich glaube schon. Ja, dann würden wir gerne nach Niggen. So. Und gucken, was wir hier so finden. Feilschen, Kräuterkundiger, Schlosser. Und nebenbei bin ich auch noch hier, um einfach zu töten. Also nicht die Leute hier. Apotheker, was machst du? Alchemie um 8 Punkte. Ja, nee, wir haben Amulett, das plus 30 macht. Da brauchen wir dich nicht, danke. Wir hätten jetzt aber ganz gerne dich. Wir hätten ganz gerne dich. Und da würden wir gerne Dinge töten für Erfahrungspunkte. Und aus Rache. Hier oben war nämlich ein Vulkan. Und da sind wir einmal reingefallen. So, erstmal die Vögel weglocken.
Au. Au, für die Seelengeister müssen sie richtig nah dran sein. Und es misslingt trotzdem. Ja, nee, den Zauber können wir knicken. Fliegende Faust. 30 plus 1 bis 5. Kostet aber auch 25. Warte mal, sind denn 40 bis 80? 22 bis viel, viel mehr. Okay, gut, Standard. Jo, sehr schön. Kaputt. 75 Gold, das ist nicht wirklich viel. Was mit den Magiern? Wie viel bringt ihr so? 50. Hm. Hält sich in Grenzen. Ich hoffe einfach mal, die Erfahrungspunkte sind gut. Oh, und Lay hat ganz schön was abbekommen. Du. Heil mal bitte. Und danach hätten wir gerne. Dich. Welche ist eigentlich die höhere Stufe? Lufthexe oder Feuerhexe? Ich glaube fast Lufthexe. Zing. Und wir hätten noch gerne den da. Und schon hat sie keine Zauberpunkte mehr. So, kurzer Test. Du hast genug für einen Stufenaufstieg. Irgendjemand nicht genug? Nein. Wir haben ja gerade die Mission gemacht für den Schützen, stimmt. Aber gut, du hast jetzt 770.800. So. 77.000. Ne, 770.000 waren es. Okay, er hat 800 Erfahrungspunkte bekommen. Hält sich in Grenzen. Also ich denke mal, wenn wir weiter Aufgaben erfüllen, sind wir besser dran. Dazu müssen wir nur erstmal überlegen, welche Aufgaben denn noch so anstehen. Paladin haben wir gemacht, Druiden haben wir gemacht, Kleriker haben wir gemacht. Paladin, Zauberer, Druide, Kleriker, also unsere vier haben wir gemacht. Wir haben den Mönch gemacht, wir haben den Schützen gemacht. Du bist gar kein Feind. Gut, dass der Zauber misslungen ist. Wir haben den Mönch gemacht, wir haben den Schützen gemacht. Haben wir den Krieger schon gemacht? Den Dieb? Dieb könnten wir machen. Das wäre eine Rassier in der Kanalisation. Ja, mal gucken, was wir da machen dürfen. Letztes Mal durften wir mit Lord Markham bestehen. Was uns ziemlich Spaß gemacht hat. Weil das nicht so ein netter Kerl ist. Also, ja, er hat uns das Schloss geschenkt. Aber in der Absicht, dass wir es wieder verlieren. Und damit er sich nicht drum kümmern muss. Also ja, nicht besonders nett. So, Zauberpunkte sind gleich alle. Hau den tot. So. Gerug und Mauser sich langsam richtig mit dem Nahkampfschaden. 64 da, 80 da. Da braucht dafür nicht mehr Zauberpunkte. Oha. Du... Den da. Du. Den da. Alternativ haben wir auch immer noch den Tunnel da hinten. Also den bösen Tunnel mit den Minotauren und den Augen. Wobei wir da ja echt nur mal gucken müssten, welche Zauber wir vorbereiten. Also Säure, Strahlsattel ging nicht oder dergleichen. Oder Implosion, eins von beiden. Das heißt, sie müssten dann die schwächeren Zauber benutzen. Das tut irgendwie so, stirb endlich. Gut. Und da oben tobt sich irgendwo jemand aus und tötet Zivilisten. Da. Da werde ich nicht eingreifen, sonst hau ich aus Versehen Zivilisten an. Alle sind stinkig auf mich. Das muss nicht sein. Das schaffen die Wachen schon irgendwie. Oh, Kinkerlitzchen. Geschlossen. Das ist doch doof. Was macht der Brunnen? Resistenz gegen Magie, aber auch nur vorübergehend. Ah, schade.